Everyone will at some time in the future listen to this recording with great respect. Respect for the courage that was necessary to sustain the research work in organ energy and life energy all through these years. A flood tide of filth is engulfing our country in the form of newsstand obscenity. It is threatening to pervert an entire generation of our American children. Es gibt keine mildernden Umstände und der Angeklagte behauptet weiterhin, dass er sich den Anordnungen des Gerichts nicht fügen werde. That's what makes a quack so dangerous. What are we real Americans gonna do about it? Im Allgemeinen sind seine emotionalen Antworten und sein Verhalten in Übereinstimmung mit seinen Ideen. Es konnten keine Halluzinationen festgestellt werden. Report objectionable material to the police. It is under this law that the defendant herein was arrested and prosecuted. 2 Jahre Gefängnis für Reich, $10,000 Strafe für die Stiftung. Can't be sorry that he's going to jail. Die Atombehörde möchte sich für die gelungene Zusammenarbeit bedanken und möchte ausdrücklich darauf hinweisen, wie wichtig es war, Reich aus dem Verkehr zu ziehen. Die American Psychoanalytic Association möchte der FDA danken und ihr effektives Vorgehen gegen Wilhelm Reich loben. Ich habe Unrecht getan, indem ich die grundlegende Naturkraft entdeckt und praktisch verfügbar gemacht habe, die jahrtausendelang in vielen Sprachen Gott genannt worden ist. Gott wurde zu etwas Irdischem, Berührbarem und Verstehbarem innerhalb des menschlichen Herzens und Geistes. Es gibt keine naturwissenschaftliche Entdeckung, die bei den Menschen solche Reaktionen der Angst und Wut über den Tiefen ihrer emotionalen Verfassung hineinwirkende Bedrohung ausgelöst hätte. Reich himself gives you the answer. He said, people are afraid of the living inside themselves, because a living person asks questions. Ich muss Antworten auf die Fragen finden, die mir das Leben stellt. Das wäre für mich einer der Kerngedanken, die ich von Reich und die ich dann später an anderen weiter studiert habe. Man könnte sie anders zusammenfassen und sagen, wie lebt das Leben? Sich mit dem Thema Lebensenergie auseinanderzusetzen, mag ja erst ein bisschen verrückt klingen, weil wir einfach in einer mechanistisch geprägten Zeit leben. Aber wenn man dieses Konzept mal annimmt, diese Möglichkeit annimmt, dass es eine Lebensenergie geben könnte und ohne die wären wir ja einfach nicht lebendig, dann ergeben sich so viel mehr Möglichkeiten auch in der Therapie und in der Behandlung von Krankheiten. Dem, was wir über Chemie wissen, was wir über Thermodynamik wissen, ist es einfach zu unwahrscheinlich, dass so, wie es die Lehre sagt, alleine ablaufen soll, dass es sich darin erschöpft in Chemie. Ich denke, dass es noch einer zusätzlichen Komponente bedarf, um Leben zu erklären. Und Reichs Ansatz mit einer spezifischen Lebensenergie ist eine mögliche Antwort. . 1914, Erster Weltkrieg, das grausamste Schlachten der bisherigen Menschheitsgeschichte. Die Waffentechnik der industriellen Revolution ermöglicht erstmals ein maschinelles Töten. Wilhelm Reich ist 17 und dient an einer der brutalsten italienischen Frontabschnitte für die österreichisch-ungarische Armee. Die Brutalität des Weltkrieges wäre unmöglich gewesen, hätte nicht das Machtbedürfnis einiger weniger Führer den Anschluss an die latente Grausamkeit des Einzelnen gefunden. Reich erlebt, wie der Krieg seine Kameraden verrohen lässt und in willenlose Tötungsmaschinen verwandelt. Brutalität bestimmt den Umgang und vulgäre Witze die Gespräche, bis in den Tod. Allein an der Isonzo-Front, an der Reich stationiert ist, sterben Hunderttausende Soldaten in einem erbarmungslosen Stellungskrieg. Reich ist einer der wenigen Überlebenden seines Bataillons.
Das Ende des Ersten Weltkrieges stürzt Österreich ins Chaos. Im Übergang von Monarchie zur Republik herrscht politische Orientierungslosigkeit. Eine jahrhundertelang währende gesellschaftliche Ordnung hat über Nacht keine Gültigkeit mehr. Der junge Reich kommt in ein Wien, wo Straßenkämpfe, Plünderungen und Gewalt zum Alltag gehören. Ein Großteil der Bevölkerung hungert und lebt im Elend. Reich beginnt an der Universität ein Studium der Rechtswissenschaft. Erkennt jedoch sehr bald, dass die antisozialen Handlungen der Menschen nicht als Verbrechen, sondern als Krankheiten anzusehen, dass sie also nicht zu bestrafen, sondern zu heilen und vorzubeugen sind. So wechselt er noch während des ersten Semesters zur medizinischen Fakultät. Dort trifft er auf eine völlige Trennung von Natur- und Geisteswissenschaft. In der herrschenden Medizin werden die Gesetze von Physik und Chemie auf die Funktionen des menschlichen Körpers einfach übertragen. Die Vorstellung des Menschen als rein biochemische Maschine lässt Reich unbefriedigt. Und er beginnt, Schriften von Wissenschaftlern und Philosophen wie Henri Bergson zu studieren, der vom Elan Vital spricht. Einer alle Gebiete des Seienden durchweitende geistige Kraft, die die Schöpfung vorantreibt. Doch der von Bergson beschriebene ganzheitliche Mensch, insbesondere in seiner sexuellen Identität, spielt im Medizinstudium keine Rolle. Reich und seine Kollegen gründen daher ein sexuologisches Seminar, zu dem sie Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zu Vorträgen einladen. So kommt es zur ersten schicksalhaften Begegnung mit seinem zukünftigen Lehrer Sigmund Freud. Wilhelm Reich war ja Schüler von Freud, das heißt, er kam aus dem Bereich der Psychoanalyse, war aber auch Medizinstudent und er hat sich sicherlich immer überlegt, wie das zusammenhängt, die Psyche und der Körper. Zur Zeit, wo Reich jung war, war die Erfindung von Freud was Ungeheures. Die Tatsache, dass Seele einen Prozess hat, Strukturen bildet. Und der junge Reich hat im Seminar von Freud diese zentrale Frage gestellt, die bis heute gilt. Wenn wir über den Überbau nachdenken, also die seelische Struktur, müssen wir auch über die Basis nachdenken, nämlich das Körperliche, das Somatische. Das können wir nicht der Medizin überlassen. Und wenn er in irgendetwas recht hatte, Reich, dann genau in dieser These. Man muss die Atmosphäre in der Sexuologie und Psychiatrie von Freud kennen, um die Begeisterung und Erleichterung zu begreifen, die mich erfasste, als ich ihm begegnete. Freud war anders, vor allem einfach im Auftreten. Die anderen spielten im Gehabe irgendeine Rolle, den Professor, den großen Menschenkenner, den distinguierten Wissenschaftler. Freud sprach mit mir wie ein ganz gewöhnlicher Mensch und hatte brennend kluge Augen. Sie durchdrangen nicht die Augen des anderen in seherischer Pose, sondern schauten bloß echt und wahrhaft in die Welt. Im Herbst 1920 wird Reich in die Psychoanalytische Vereinigung als einer der Jüngsten aufgenommen. Freud forscht als Arzt und Neurologe auch an den physiologischen Grundlagen der Neurose. Er entwickelt die Theorie der Libido, mit der er die gestaute Triebenergie als somatische Ursache der Neurose definiert. Freud sagte, den Trieb können wir eigentlich nicht fassen. Was wir erleben, sind nur Triebabkömmlinge, sexuelle Vorstellungen und Affekte. Der Trieb selbst ruht tief im biologischen Grunde des Organismus. Wir spüren den Drang nach Entspannung, doch nicht den Trieb selbst. Für Reich sollte die Libido zum Ausgangspunkt für all seine Forschung werden. Während der junge Reich mit den Publikationen Der triebhafte Charakter und Funktion des Orgasmus das Konzept der Triebenergie eingehend untersucht, richtet sich zeitgleich das Interesse von Freud auf andere wissenschaftliche Gebiete. Shortly after my father joined a psychoanalyst, Freud developed the theory of the ego and the id, and then he got interested in developing the theory of the ego and the defense mechanisms and just paid less attention. It was like, it wasn't that he ever gave up about libido, he just never mentioned it again. Dass sich Reich weiter auf die Konsequenzen der genitalen Störungen fokussiert, stößt bei Freud zunehmend auf Unverständnis. Wir haben hier einen Dr. Wilhelm Reich, einen braven, aber impetuösen jungen, passionierten Steckenpferdreiter,
der jetzt im genitalen Orgasmus das Gegengift jeder Neurose verehrt. Vielleicht könnte er etwas Respekt vor der Komplikation des Seelischen lernen. Der Sexualprozess, mit anderen Worten, der expansive biologische Lustprozess, ist der produktive Lebensprozess schlechthin. Das ist viel auf einmal und klingt fast zu einfach. Diese Einfachheit bildet das Geheimnis, das manche in meiner Arbeit wittern. Anders als seine Kollegen, die ausschließlich Patienten aus bürgerlichen Kreisen behandeln, engagiert sich Reich jahrelang im psychoanalytischen Ambulatorium für Mittellose. Dort wird ihm die gesellschaftliche Dimension der Sexualstauung bewusst. Mit dieser Beobachtung zieht er sich den Argwohn seiner Analytikerkollegen zu, die die Psychoanalyse vor gesellschaftspolitischen Einflüssen bewahren wollen. Die Neurose ist eine Massenerkrankung, eine Seuche nach Art einer Endemie und keine Marotte verwöhnter Damen, wie später im Kampf gegen die Psychoanalyse behauptet wurde. Den Neurosen der arbeitenden Bevölkerung fehlt nur die kulturelle Finesse. Sie sind grobe, unverhüllte Rebellion gegen die seelischen Massaker, die alle beherrscht. So massenhaft wie Sexualprobleme und Neurosen hier auftauchen, kriegen wir das nie und nimmer mit Individualtherapie gehandelt. Sondern wir brauchen irgendwas anderes. Wir brauchen andere Mittel, damit umzugehen. Wir müssen in die Prävention gehen. Und da war es für ihn eine Folge, richtig zu sagen, okay, ich muss mich politisch engagieren. Also es sind die sozialen Verhältnisse, die dazu führen, dass die Sexualität hier unterdrückt ist, dass sie verklemmt ist. Dazu gehört Wohnungsnot, dazu gehört kein Zugang zu Verhütungsmitteln, dazu gehört eine rigide Sexualmoral. Und er sagte, dagegen müssen wir angehen. Das brachte ihn in Wien dazu, in den 20ern eine Art ambulante Sexualberatungsstellen zu entwickeln. Die haben sich dann Wagen gemietet, haben vorher Handzettel verteilt. Die heißt Reich, da war noch eine Fußpflegerin, noch eine Gynäkologin dabei. Leute, die er kannte aus der Zeit und die engagiert waren und haben Veranstaltungen angekündigt. Und die haben dann, so wie ich das vorhin geschildert habe, anhand der Fragen, die vom Publikum kamen, diese Fragen beantwortet und gleich die sozialen Zusammenhänge deutlich gemacht. Die Beratungsstellen waren sofort überlaufen. Zuerst kamen vorwiegend schwanger gewordene Mädchen und Frauen. Diese Mütter waren komplett unfähig, ein Kind, außer es zu gebären, auch zu pflegen, zu erziehen und es nicht totzuschlagen. Der politische Kampf zwischen den paramilitärischen Verbänden der Sozialisten und Konservativen wird zunehmend gewalttätig ausgetragen. Bei einer sozialistischen Demonstration wird ein Vater mit seinem Sohn erschossen. Als die Mörder freigesprochen werden, kommt es am 15. Juli 1927 in Wien zu heftigen Ausschreitungen, bei denen der Justizpalast von der wütenden Menge in Brand gesetzt wird und die Polizei 89 Arbeiter willkürlich erschießt. Als sie nur mehr 50 Schritte von den nichtsahnenden Zuschauern entfernt waren, trat der Kommandant zur Seite und gab Befehl zu schießen. Ich sah noch, wie einige Polizisten die Gewehrläufe hochhoben und in die Luft schossen. Doch viele schossen geradeaus in die Menge. Sie stob auseinander. Dutzende lagen am Boden. Ich hatte wieder das Empfinden, sinnlose Maschinen, sonst nichts. Ohne Sinn und Vernunft. Ein Automatismus, der mal losgeht und mal nicht. Und davon wurden wir beherrscht. Das regierte und schrieb vor, wen und wann ich lieben durfte, wen und wann nicht. Maschinelle Menschen. Reich sucht nach den Ursachen für diese abgestumpfte Struktur des Menschen. In seinem Buch Charakteranalyse beschreibt er die Charakterstruktur als ein Spiegelbild verdrängter Konflikte. Daraus resultieren Neurosen. Und um sich vor den verdrängten Gefühlen zu schützen, entwickelt der Mensch einen regelrechten Charakterpanzer. He started out with a theory of character armor, which was more of a way of talking, and then it became much more concretized into an actual armor and stopping the streaming of this energy. But it was really all based on Freud's libido theory at the time. Der Charakterpanzer dient dem Menschen zwar als notwendiger Schutz vor Enttäuschungen, kann ihn aber auch behindern. Der neurotische Charakter hat einen zu starken Panzer, der seine sexuelle Energie staut
ihn irrational handeln lässt und ihn unflexibel macht. Dieser Charakterpanzer äußert sich auch in verkrampfter Körperhaltung und flacher Atmung. Ich verglich die charakterlichen Schichtungen mit geologischen Schichtenablagerungen, die ebenfalls erstarrte Geschichte sind. Ein Konflikt, der in einem bestimmten Lebensalter ausgekämpft wurde, lässt regelmäßig eine Spur im Wesen zurück. Diese Spur verrät sich als Charakterverhärtung. Ich könnte mir vorstellen, dass Menschen dadurch, dass sie ihre Gefühle unterdrücken und darüber einen muskulären Panzer, wie Wilhelm Reich das nannte, entwickelt haben, auch Angst haben vor ihrer eigenen Lebendigkeit und vor ihren Gefühlen. Dass sie eben ganz froh sind, dass sie die Gefühle früher mal weggesteckt haben, das war ja absolut sinnvoll. Als Kind müssen wir alles tun, um unseren Eltern zu gefallen, um uns anzupassen. Das ist eine absolut sinnvolle Leistung. Nur später im Leben ist sie in der Art nicht mehr notwendig. Aber wenn wir dann wieder lebendiger werden wollen, dann kann es sein, dass die alten Gefühle noch einmal an die Oberfläche kommen. Noch einmal Raum brauchen, also Schmerz zum Beispiel, Angst zum Beispiel oder Wut zum Beispiel. Und vor diesen Gefühlen haben wir Angst. Wenn du verstehst, wie ein Mensch verpanzert, dann verpanzert er sich ja auch aus Angst, aus Schutzbedürfnis. Und ich fand das eine der tollen Sachen. Er sagt, ehe du eine Mauer einreißt als Therapeut, überleg dir, was an die Stelle kommt. Wenn jemand keine Sexualität lebt, doch nicht, weil er persönlich genetisch dazu nicht begabt ist oder weiß ich was, sondern weil man eine verdammte Angst hat. Dass diese Angst auch gesellschaftlich bedingt ist, erlebt Reich besonders stark im Zuge der Weltwirtschaftskrise 1929. Er macht unter anderem den Kapitalismus für die Verschärfung der sozialen Ungleichheit verantwortlich. Reich beginnt sich für kommunistische Ideen und Gesellschaftstheorien zu interessieren und studiert die Schriften von Marx. Er verlässt das konservative Wien, da er sich in Berlin mehr Möglichkeiten für gesellschaftliche Veränderungen erhofft. Zu dem Zeitpunkt aber in den 20ern war natürlich Berlin so kulturell mit das Zentrum der Welt, also wo die interessanten Sachen passierte. Und er ist dann, ich glaube im Herbst 1930 nach Berlin übergesiedelt und hat sich da engagiert, auch weil er da sich mehr Offenheit für die Verbindung von Psychoanalyse und Marxismus versprochen hatte. Er hat versucht, bei wem kann ich mich da anbinden? Also wo kriege ich eine institutionelle Unterstützung davon? Und dachte sich, naja, es geht um Überwindung der kapitalistischen Gesellschaftsstruktur, die damals in seiner Sicht dafür verantwortlich war, dass die Sexualität so unterdrückt war, wie sie war. Und hat sich an die KPD gewandt und hat denen einen Entwurf vorgelegt und gesagt, hier, das ist meine Plattform, dazu möchte ich was machen. Der Einwand, dass es genital gesunde Neurotiker haufenweise gebe, veranlasste mich, mir die genitale Gesundheit näher anzuschauen. Je genauer meine Kranken das Verhalten und Erleben im Geschlechtsakt beschrieben, desto fester umriss ich die klinische Überzeugung, dass ausnahmslos alle schwer gestört sind. Die genaue Analyse der Fantasien während des Aktes ergab meist sadistische oder eitle Einstellungen. Der Akt bedeutete Durchbohren, Bewältigen oder Erobern der Frau. Sie wollten ihre Potenz just beweisen oder wegen der erektiven Ausdauer bewundert werden. Doch sie erlebten beim Samenerguss keine Lust, geringe Lust oder sogar das Gegenteil davon, Ekel und Unlust. In Berlin gründet Reich Sexualberatungsstellen für die KPD. Hauptsächlich geht es dabei um Schwangerschaftsberatung, Verhütung und sexuelle Aufklärung. Reich betont, den Menschen in ihren konkreten sexuellen Problemen helfen zu müssen und folglich eine gesellschaftspolitische Reform gegen die rigide Sexualmoral seiner Zeit voranzutreiben. Reich prägt für diese Arbeit den Begriff Sexpol, Sexualität und Politik. Es war für ihn ein ganz deutlicher Unterschied, ob mein sexuelles Empfinden ausschließlich auf mein Becken beschränkt ist und ich gleichzeitig vielleicht an meine Steuererklärung denke, oder ob das tatsächlich etwas ist, was mich komplett
ausfüllt, was was Erfüllendes ist und was ja eine Erfahrung sein kann von, dass meine Grenzen lösen sich auf oder ich vereinige mich mit dir oder mit was Größerem. Darum ging es Reich in der Sexualität. Nebst Aufklärungsschriften und Filmen entwickelt er das Konzept der orgastischen Potenz. Danach ist der Orgasmus die zentrale Spannungsabfuhr des Menschen, grundlegend für das seelische und körperliche Wohlbefinden. Die Spannungsabfuhr im Orgasmus ist für Reich gewährleistet, wenn zwei menschliche Energiesysteme in unkontrollierter, liebevoller Hingabe füreinander verschmelzen. Diese orgastische Potenz ist für ihn die Basis der menschlichen Gesundheit. Reich hat einen für mich sehr bedeutsamen Begriff der orgastischen Potenz entwickelt, wo er eben genau nicht sagt, es geht um eine Olympiade im Geschlechtsverkehr. Und es geht auch nicht um eine Olympiade, wer mit wem und hoffentlich viel. Sondern in diesem Konzept ging es darum, die Frage, also die Funktion des Orgasmus, die Hingabe an das Leben, in diesem Fall die Hingabe auch an die körperliche Liebe, als ein exemplarisches Beispiel zu geben. Das geht nur, wenn Körper, Geist und Seele, wenn das Milieu stimmig ist. Also im reichen Sinne ist ein Orgasmus, der mit Gewalt erreicht wird, eben kein Orgasmus. Wenn ich einen Mann nicht leiden kann oder eine Frau, oder wenn ich hoffe, dass sie möglichst im Beischlaf nicht einmal das Maul aufmacht, weil ich dann schon überhaupt keinen Orgasmus mehr kriege. Ja, wenn meine Gefühle nicht dabei sind und so weiter. Es war ein sehr komplexes System, was er da beschrieben hat. Und er hat es nicht so idealistisch beschrieben, indem er sagt, das muss alles da sein. Aber er hat immerhin beschrieben, dass die körperliche Energie auch eine Antwort auf das soziale Milieu, auch eine Antwort auf den Seelenzustand ist. Die Idee, dass autoritäre Herrschaft auch etwas zu tun hat mit sexueller Unterdrückung, war für viele neu und fremd. Und das lädt dann engständige Menschen dazu ein, sich über ihre Unkenntnis, ihr geistiges Unvermögen durch, wie ich es dort genannt habe, als ich mal darüber geschrieben habe, durch törichte Spöttereien hinwegzusetzen. Ihn zeichnete ja aus, dass er eben unter dem Eindruck der Machtergreifung Hitlers den Zusammenhang, wie ich eben sagte, zwischen autoritärer Herrschaft und Unfreiheit der Menschen auch in ihrem ganz persönlichen Leben, dass er diesen Zusammenhängen große Aufmerksamkeit gewidmet hat. Durch seine Publikation Massenpsychologie des Faschismus wird der Pädagoge und Pionier der antiautoritären Erziehung Alexander S. Neal auf Wilhelm Reich aufmerksam. Es folgt ein reger und bis zum Lebensende andauernder Briefwechsel, der geprägt ist von einer innigen Freundschaft und der gemeinsamen Sehnsucht, das Individuum zu befreien. Lieber Neal, der Durchschnittsmensch ist zwar bereit, für die Ideen irgendeines anderen zu sterben, wenn ihm jemand sagt, es sei erforderlich, aber er ist nicht bereit, nur das kleinste Stückchen Risiko für sich selbst und seine eigenen Ideen auf sich zu nehmen. Lieber Reich, die Trägheit der Massen ist entmutigend. Wie viele Soldaten einer Armee sind wohl überzeugt? Soldaten beklagen sich zwar, aber meist nur über geringfügige Dinge. Wann aber werden alle Soldaten dieser Welt die eine große Frage stellen? Wohin führt das alles? Lieber Neal, wir sind uns ja immer in dem Punkt einig gewesen, dass es nicht so sehr der Inhalt eines freien Lebens ist, der für uns Bedeutung hat, sondern die Angst vor der Freiheit. Es würde zweifellos keine Probleme mit der Freiheit geben, wenn nicht die Menschen und die Kinder Angst vor ihr hätten und sie sich nicht nach Führung und Autorität sehnen würden. Reich had a picture in this little man. The man cut off the chain. And then he said, oh my God, I have to cling to something.
Mein lieber Reich, wir sehen jetzt die Ergebnisse dessen, was wir Erziehung nannten und was bloßes Lernen von Dingen war, auf die es nicht ankommt. Die Erziehung der Gefühle wurde völlig vernachlässigt, wenn sie nicht bewusst repressiv war. Daher die Leichtigkeit, mit der ein Hitler seine Millionen von emotional ausgezehrten Männern dazu bringt, ihre Gefühle in Blut und Grausamkeiten auszuleben. Lieber Neil, es ist der unterdrückte Mensch selbst, auf dem alle Verantwortung ruht. Nicht auf Stalin, nicht auf Hitler und nicht auf irgendeinem anderen, außer ihm selbst. Diese Einsicht ist äußerst unpopulär und wird mich, wie ich fürchte, teuer zu stehen kommen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen. Die Nazis appellieren an ein Gefühl von Ursprünglichkeit und Gemeinschaft, verhelfen aber nur den sekundären, pervertierten Trieben wie Autoritätssucht, Imponiergehabe und schrankenloser Gewalt zum Durchbruch. Doch im Gegensatz zu Freud ist Reich überzeugt, dass unter dieser Schicht pervertierter Triebe in jedem Mensch ein positiver Kern steckt. Zusammenfassend lässt sich über den menschlichen Charakter Folgendes sagen. Er ist strukturell ein dreifach geschichtetes Lebewesen. An der Oberfläche trägt er die künstliche Maske der Selbstbeherrschung, der zwanghaft unechten Höflichkeit und der gemachten Sozialität. Damit verdeckt er die zweite Schicht darunter, das Freudsche Unbewusste, in dem Sadismus, Habgier, Lüsternheit, Neid, Perversion aller Arten etc. in Schach gehalten sind, ohne jedoch das Geringste an Kraft einzubüßen. Diese zweite Schicht ist das Kunstprodukt der sexualverneinenden Kultur und wird bewusst meist nur als gähnende innere Leere und Öde empfunden. In der dritten Schicht, dem biologischen Kern, leben und wirken die natürliche Sozialität und Sexualität, die spontane Arbeitsfreude und die Liebesfähigkeit, die einzige Hoffnung, die der Mensch hat, das gesellschaftliche Elend einmal zu bewältigen. Während Freuds Therapie auf eine Kontrolle der bisher unterdrückten Gefühle abzielt, geht es bei Wilhelm Reich um die natürliche Selbstregulierung der Emotionen. Es ging um Selbstbestimmung. Es ging darum, rauszufinden, wer bin ich. Es ging darum, auch sich mit Autoritäten, mit Sachautoritäten auseinanderzusetzen. Aber es ging, wie er in der, so eröffnete er ja dieses Massenpsychologie des Faschismus, sozusagen das große Rätsel ist, dass wir frei geboren werden und dann immer wieder in Sklavenschaften gehen. We try to solve our existence by clinging to something instead of being. But this is a big issue and people avoid it. That's too complicated. Es herrscht der Frosch in seiner Pfütze und nachts herrscht meistens die Beruhigung. Der reaktionäre Kleinbürger entdeckt sich selbst im Führer, im autoritären Staat. Er fühlt sich aufgrund dieser Identifizierung als Verteidiger des Volkstums, der Nation. Was nicht hindert, dass er gleichzeitig ebenfalls aufgrund dieser Identifizierung die Masse verachtet und sich ihr individualistisch gegenüberstellt. Seine materielle und soziale Elendslage erstickt in der ihn erhöhenden Idee des Herrentums und genialen Führertums so sehr, dass er in geeigneten Augenblicken vergisst, wie gründlich er zur bedeutungslosen, kritiklosen Gefolgschaft herabsank. ...1933 flieht Reich vor den Nazis zuerst nach Wien und dann gemeinsam mit seiner Familie nach Dänemark, während im Dritten Reich seine Bücher verbrannt werden. Die Selbstbejahung eines Individuums, die Autonomie, wird umso größer, je mehr er sich nicht abhängig fühlt von gesellschaftlichen Strukturen. Sozialen Strukturen, industriellen Strukturen, aber auch medizinischen Strukturen. Sehen Sie, immer mehr greift das herrschende System die Meinung in unser Leben ein. Wir sollen ständig die und die Untersuchungen machen, ab dem Lebensalter. Wir sollen 5 Mahlzeiten am Tag nehmen. Wir sollen möglichst keinen Alkohol trinken, dann wieder ist es gesünder, 1 bis 2 Gläser Alkohol zu trinken. Wir sollen uns richtig ernähren, wir sollen Sport haben, wir sollen, sollen, sollen. Das heißt, immer mehr Autonomie, immer mehr Vertrauen auf Selbstheilung, Selbstregulation, auf eine gesunde, von außen nicht gestörte und beeinflussbare Existenz geht uns abhanden.
ständig wird mit Angst operiert. Angst ist wieder das Zielen auf die Kontraktion. Menschen, die sich in Kontraktion, in der Zusammenziehung, in Ängstlichkeit fühlen, sind sehr viel mehr beeinflussbar. Reichs Theorie, dass neurotische Haltungen aus den Strukturen der patriarchalischen Gesellschaft stammen, stützen sich auf die Forschung des Anthropologen Bronislaw Malinowski auf den südpazifischen Trobriand-Inseln. Bei den Trobriandern ist Sexualität ein wesentlicher Bestandteil einer gesunden Entwicklung und darf von Jugendlichen auch im geschützten Rahmen ausgelebt werden. Seit Jahrhunderten hat es in diesem Matriarchat keinen Krieg gegeben. Malinowski kann bei den Trobriandern kein neurotisches Verhalten feststellen. Er beschreibt die Menschen als warmherzig und offen. Perversionen oder gar Lustmord und Gewalt sind diesem Inselvolk gänzlich fremd. Reich schrieb ja im Christusmord, also in diesen letzten Passagen, dass in der Apokalypse dieser Welt eine wichtige Hoffnung bleibt, die wir bisher nicht haben killen können. Nämlich, dass in jedem Kind wieder dieser Wunsch nach Autonomie, nach Freiheit, nach Selbstentwicklung, nach Entfaltung der Gefühle wieder zur Welt kommt. Das ist sicherlich eine große Hoffnung, die wir bisher noch nicht ausgerottet haben. Reich stellt sich die Frage, wie Lebendigkeit und Liebesfähigkeit im neugeborenen Kind erhalten und entwickelt werden kann. Bei seinem eigenen Kind kann Reich beobachten, wie Babys mit Geschrei darauf reagieren, ob die Eltern emotional in sich ruhen und verfügbar sind. Babys artikulieren so die unterdrückten Gefühle der Eltern. Es ist eine große Freude, aber auch eine völlige Umstellung meines geregelten, ruhigen und zurückgezogenen Lebens. Vor allem habe ich entdeckt, dass ein Baby ein voll entwickeltes Lebewesen ist und dass die großen Biophysiker verdammt wenig darüber wissen, was ein Baby in Wirklichkeit ausdrücken will. Zweitens fand ich, dass das Baby ohne eine Spur von Irrationalismus geboren ist. Es hat immer einen Grund, wenn es schreit. Es schreit nie ohne Grund, ob wir es nun verstehen oder nicht. Das ist so, dass es in den 40er Jahren eigentlich niemanden gab, der sich mit dem Thema Geburt, Baby, Prävention auf der Ebene beschäftigt hat, außer Reich. Der war wirklich derjenige, der überhaupt die Idee über dass Geburt ein wichtiges Thema ist, dass das Baby irgendwie schon ein Wesen ist, auf das zu achten ist, dass man über die Methoden der Geburt nachdenken muss, über das Verhältnis von Erziehenden und Kindern. Da war er wirklich auch einer der Pioniere. In den Krankenhäusern wurden Babys noch bis in die 50er Jahre zum Teil als nicht empfindsame Wesen erkannt, denen man ohne Narkose den Bauch aufschneiden kann. Und es wurde auch gemacht. Es überwiegt einfach so, dass ich gerade das Gefühl habe, es ist halt auch so eigentlich so eine schon eine Grenzsituation. Und das macht mich auch total traurig, also weil es ist so eine schöne Zeit eigentlich mit so einem kleinen Baby und wir sind ja auch als Familie noch in so einer Anfangsfindungsphase zu viert und das ist einfach, ja, ist ja eigentlich was ganz Wunderbares und das ist aber halt gerade so im Hintergrund. Nimm den Moment mal hoch. Kannst du ein klein bisschen aufrücken, dann komme ich mal neben dich. Also diese Information, dieses Erleben von ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, das drängt ja doch jetzt mehr und mehr an die Oberfläche. Mhm. Ne?
Ja. Das ist also nicht mehr lange so aufrechtzuerhalten. Mhm. Aber ich weiß nicht, was denn passiert. Also. Mhm. Aber ich höre ganz stark, eigentlich einer, der hier fehlt, ist dein Partner. Mhm. Weil was ich höre, ist, dass du sagst, eigentlich ist er da, aber ich kann ihn eigentlich gar nicht in Anspruch nehmen. Ja. Ich weiß nicht, also ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen, weshalb mein Gefühl so ist, dass ich das eigentlich alleine machen muss. Mhm. Aber also es ist auch ein Thema, was ich nicht wirklich schaue. Also, was da los ist. Ja. Diese Verbindung zwischen innerer Erfahrung und enormem Stress aufkommen und den Gefühlen, die dann wenig Anerkennung finden, das nehmen die Babys auf. Die Babys spüren diese emotionalen Zustände der Erwachsenen, die in ihrer eigenen Wahrnehmung keinen Platz finden. Also man könnte sagen, das Baby ist wie eine Art Absorber für unbewusste Erfahrungen der betroffenen Eltern. Also man könnte sagen, es schleichen sich hier bestimmte Erfahrungsprozesse der unerinnerten Vergangenheit der Erwachsenen in dem Zusammensein mit dem Baby in das Geschehen ein. Und das Baby nimmt alles auf an Stimmungen, Erfahrungen, Erregungsprozessen, die sozusagen nicht wirklich im Bewusstsein der Eltern einen Platz finden. Also hier ist sehr blockiert. Ja. Oh, kann du deine Hände auf dein Herz legen? Ja. Oh, ja. Eva Reich tritt Anfang der 50er Jahre in die Fußstapfen ihres Vaters. Sie baut seine Ansätze zu einer präventiven Bewegungstherapie für Babys und Fortbildungspraxis für Hebammen aus. Mit sanften Berührungen setzt sie darauf, die neurotische Körperabwehr des Kindes nicht gewaltsam zu brechen, sondern zart zu lösen und die energetische Ausgeglichenheit der Babys wiederherzustellen. Also so wie Eva die Lebensenergie gesehen hat, war das was sehr im Alltag stattfindendes. Es ging um sanfte Geburt, es ging um, wie kann die Welt besser werden. Und da war ihr sicher immer wieder auch so wichtig, die liebenden Hände, also das war so was, was sie öfters gesagt hat, oder auch nur mit dem Herzen kannst du gut sehen. Das war auch sowas von ihr, dass, also ich habe immer wieder so das Gefühl gehabt, wenn sie bei einem Menschen war, da ist die Zeit stillgestanden. But this is one that my father liked the best. And himself, in a thoughtful mood. And that's Ilse, bravely typing him back. That is one of the best photos of him that, as I remember him, the serious, his serious research look that he has on this, the way he looks at you. Beim Internationalen Kongress der Psychoanalytischen Vereinigung 1934 in der Schweiz wird Reich ausgeschlossen. Freud und seine Tochter Anna lehnen Reichs Körperbezug in der Therapie ab und fürchten um die politische Unabhängigkeit der Psychoanalyse und ihren Ruf. Anna Freud disapproved of my father and she maneuvered him out and they decided to do it that. But the reason behind it, well, there were many reasons that I wrote about in this article, but the one of the reasons was that my father was a very noisy communist at that time, and Anna Freud, and Freud's idea was to preserve psychoanalysis at any cost. And in Germany, with Hitler coming to power, they still wanted to preserve psychoanalysis, which was really a great mistake, because it landed up with the psychoanalysts in Germany cooperating with the Nazis, and they had to kick out all their Jewish members. Papa würde sich sehr freuen, Reich aus der Vereinigung loszuwerden. Mir macht es trotzdem Bedenken, dass man ihm Gelegenheit gibt, sich als politischer Märtyrer aufzuspielen, statt ihm zu zeigen, dass er ein schlechter Analytiker geworden ist.
that Anna Freud also had many personal motives, rivalry with my father and anger, I think, at his sexual theories, because as far as anybody knows, she was a virgin. And some people called her the Iron Maiden. And he had a theory that the most important part of mental health was to have a good orgasm. And she was interested in the suppression of the id, the defense mechanisms, and ego and sublimation. And I think she felt personally offended, that's my own personal idea, by the idea that you were only healthy if you had good orgasm, because she was so virginal. Reich hat später aufgrund von seinen Beobachtungen ein Tabu durchbrochen, ein Tabu der Psychoanalyse, nämlich dass der Analytiker nicht hinter dem Patienten sitzt, der sich auf einer Liege befindet, sondern Reich war der erste Analytiker, der sich Patienten direkt gegenübergesetzt hat und ihre Reaktion beobachtet hat. Reich beobachtet an seinen Patienten, dass sich Neurosen auch körperlich in Atmung, Haltung, Gestik und Mimik widerspiegeln. Folglich entwickelt er eine Therapie, die untersucht, welche Verbindung zwischen diesen körperlichen Erscheinungen und den psychischen Vorgängen des Patienten besteht, indem er direkt am vegetativen Nervensystem arbeitet. Deshalb nennt er die neue Therapie Vegetotherapie. Reich hat gesehen, dass Menschen sich körperlich verändert haben. Wenn die Therapie, die Analyse erfolgreich war, dass Menschen sich anders bewegt haben, dass die Sexualität erfüllter war, zum Beispiel. Und er hat dann gesagt, wenn wir ihn so erreichen können über eine verbale Ebene, vielleicht geht es auch andersrum, also direkt am Körper. Er hat dann angefangen, direkt am Körper zu arbeiten. Er begann als zweiten Tabubruch auch den Körper, die Muskulatur des Patienten zu berühren und zum Beispiel einfachste Massagegriffe auszuüben und immer wieder Aufforderungen an den Patienten zu senden, die Atmung zu vertiefen. Und dort beobachtet er eben sehr eindrucksvolle körperliche, nervlich vermittelte Reaktionen der Behandelten. Really to feel your lungs, that's therapy, body therapy, to realize that you can breathe much more, but it might be that you get scared when you breathe. So you have to, what we say, work to this fear to be able to liberate your breathing, to release your diaphragm, to release your diaphragm so the diaphragm can massage your intestine or massage your heart. All this thing. We can talk for hours about what is the effect of neglecting the signals from the body. And that is a society problem. Eigentlich hat unser heutiges Zeitalter irgendwo vor ein paar hundert Jahren begonnen. Da hat die katholische Kirche so ein Monopol gehabt für die Geistigkeit. Ja, und wenn einer plötzlich irgendetwas gesagt hat, was dieser Vorstellung, wie der geistige Zusammenhang der Welt besteht, dann hat die katholische Kirche zugeschlagen, nicht? Giordano Bruno wurde verbrannt, weil er ein anderes Weltbild in die Welt gesetzt hat. Ja, Galilei musste widerrufen, weil er in die Sterne geschaut hat und gesagt, nicht die Sonne dreht sich um die Erde, sondern umgekehrt. Ja. Und dieser Zustand wurde immer dramatischer, weil das Zeitalter damals, die Aufklärung bzw. die Renaissance, danach gerufen hat, mehr zu wissen über die Welt. Ja. Und die katholische Kirche hat eigentlich dieses Wissen unterbunden. Und da trat Descartes auf den Plan. Und Descartes hat gesagt, ja, ihr katholische Kirche, ihr seid zuständig für den Geist. Aber die Materie ist kein Geist. Die Materie ist tot.
Ja? Und deswegen darf man da ruhig forschen und auch Vorstellungen entwickeln, weil damit das Monopol der Kirche auf die Geistlichkeit der Welt nicht berührt wird. Und da hat das begonnen mit diesem Begriff, Geist und Materie ist ein total unterschieden. Die Materie ist tot. Damit hat eigentlich dieser seltsame Dualismus begonnen, der bis in die heutige Zeit hereinreicht. Ja?1934 verliert Reich die Aufenthaltsbewilligung für Dänemark und muss nach Oslo auswandern. Doch auch diese Station seines Exils ist nur von kurzer Dauer. Aufgrund der drohenden Invasion Nazi-Deutschlands in Norwegen muss Reich in die USA flüchten. Wilhelm Reich erhält aufgrund einer Einladung seines amerikanischen Kollegen Theodore Wolff ein Einreisevisum und entkommt auf der letzten Schiffspassage nach New York. Fazit nach 18-jähriger schwerer wissenschaftlicher Arbeit, nach 25 Jahren Heimatlosigkeit und Wanderschaft, ohne Heimat und ohne Pass, ein emigrierter Jude, Sexuologe, Wissenschaftler, Sozialist, ohne wissenschaftliche organisatorische Stütze, als Scharlatan, Schwindler und Hochstapler verfemt, von Dutzenden Schülern verlassen, ohne Pfennig, ohne Aussicht auf Erfolg zu Lebzeiten und doch, ich habe das Leben entdeckt. Wir gehen auf das Feste und nicht auf das Fließende. Wir gehen auf das Gewisse, auch gut, aber nie auf das Ungewisse. Wir sehen das Ungewisse und Unbekannte nicht als eine Chance. Da in dieser unbekannten Zukunft, sage ich nochmal, ist alles verborgen. Das eine wie das andere. Also kann ich nur drauf zugehen und gucken, was drin ist. Nach einer langen Zeit von persönlicher Verfolgung und froh, den Kriegswirren in Europa entkommen zu sein, kann Reich in den USA endlich aufatmen und in Freiheit forschen. Mein lieber Reich, ich setze keinerlei Vertrauen in die USA, die ignorant, in der Erziehung oberflächlich, auf falsche Art moralisch und überhaupt rückständig sind. Mein lieber Neil, ich finde manchen konservativen Amerikaner sehr viel offener und fortschrittlicher in Fragen des Lebens als den wildesten europäischen Sozialisten. Es gibt doch keinen Zweifel daran, dass das Niveau der Erziehung in den USA im Allgemeinen im Durchschnitt viel höher ist als in Europa. Es wäre eine Gelegenheit zur Korrektur falscher Vorstellungen, wenn du es mit eigenen Augen sähest. Begeistert von der fortschrittlichen Mentalität seiner neuen Heimat, beginnt Reich an der New School for Social Research in New York zu unterrichten. Hier kann er seine naturwissenschaftlichen Forschungen fortführen, die er bereits in Norwegen begonnen hat. Mit Hautwiderstandsmessungen versucht er zu beweisen, dass es einen Energiefluss im Körper gibt, der im direkten Zusammenhang mit den Emotionen steht. In einer Versuchsreihe an Menschen kann er nachweisen, dass Lust und sexuelle Erregung die elektrische Ladung der Haut steigert und Unlust sie vermindert. Für ihn ist so die sexuelle Energie das erste Mal auch physiologisch nachgewiesen. Und was er als Naturwissenschaftler betrachtet hat, war, und es war ja sein Wunsch, letztlich die ganze Psychoanalyse auf eine materielle Grundlage zu stellen, indem man gesagt hat, diesen Antrieb hinter den neurotischen Störungen, die Kraft dahinter, die möchte ich gerne erforschen. Und er hat die in der Sexualität gefunden oder geglaubt zu finden. Also die Frage, dass man über Triebe nicht nur einfach so als mythische Entitäten, wie Freud das dann ja auch so mit Namen aus der Mythologie belegt hat, sprechen kann, sondern dass man sich Gedanken machen muss, was liegt dem wissenschaftlich gesehen zugrunde. Kann man das vielleicht auch irgendwie messen? Da hat Reich halt weitergedacht, also war Materialist im besten Sinne. Auf den Grundlagen seiner Erkenntnisse im Bereich der Hautwiderstandsmessungen entwickelt Reich in Amerika die Vigeto zu einer Orgontherapie weiter. Während die Vigeto-Therapie noch darauf abzielt, die muskulären Verkrampfungen im Körper zu lockern, versteht die Orgontherapie diese Blockaden als gestaute Energie. Reich geht es darum, diese Stauungen des Energieflusses mittels vertiefter Atmung und Berührungen aufzuheben und in Form von unwillkürlichen Zuckungen und Bewegungen, ähnlich wie beim Orgasmus, freizusetzen. Der Orgontherapeut kennt die körperlichen Funktionen der Emotionen.
Es überrascht immer wieder, wie die Lösung einer muskulären Verkrampfung nicht nur vegetative Energie entbindet, sondern darüber hinaus diejenige Situation in der Erinnerung reproduziert, in der die Triebunterdrückung sich durchgesetzt hatte. Jede muskuläre Verkrampfung enthält die Geschichte und den Sinn ihrer Entstehung. Reich hat da sehr, man könnte fast sagen, hart gearbeitet. Das heißt, die blockierte Muskulatur, der Panzer, wie er gesagt hat, sollte aufgelöst werden. Das heißt, er hat mit viel Kraft und viel Druck und teilweise auch schmerzhaft in diese angespannte Muskulatur gegriffen, bis sich der Impuls gelöst hat, bis der Patient entsprechend emotional reagiert hat, ausgebrochen ist, wütend geworden ist, wütend auf Reich oder den Therapeuten. Und im Zuge dessen hat sich sozusagen die alte Emotion mitgelöst, wurde sichtbar, ausdrückbar und hat sich aufgelöst. Und damit hat sich auch die Blockade aufgelöst. My aim is to get the person to understand that whatever happens in the patient's consciousness, it also happens corresponding to something organic. And if a person can understand that body-mind is one unit, then they can learn to use the body reaction to understand what's going on, where they are in the interaction. Der Körper, der Geist und die Seele, wissen wir heute, sind eine komplexe Einheit. Es gibt keine Körperreaktion, in der nicht das Gehirn und die Seele mitbeteiligt ist. Also dieses Simultangeschehen, was Reich für Psyche und Soma sozusagen etabliert hat, gilt auch für die Neurobiologie, die nun die geistigen Konstruktionen dazu nimmt. Jetzt zieh dich mir mal so zusammen. Wenn ich zum Beispiel einen Asthmatiker habe, dann habe ich eine Blockierung in aller Regel im Brustsegment. Und wenn die Energie sich dort nicht frei bewegen kann, wenn ich dann mehr Energie aufbaue, kann ich zum Beispiel merken, dass die Atmung schwieriger wird. Für einen Asthmatiker häufig. Wenn ich es schaffe, dass es im Brustsegment in dem Fall zu Energieentladungen kommt, zu Bewegungen, zu einem kräftigen Ausschlagen der Arme, wird die Atmung sehr viel leichter und ein Asthmaanfall zum Beispiel wesentlich unwahrscheinlicher. Das heißt, wenn ich in dem blockierten Segment wieder zu einer freien Energiebewegung komme, verschwinden Symptome. Und am Wege dazu tauchen manchmal die blockierten Emotionen, die mal dazu geführt haben, eben auch als emotionaler Ausdruck wieder aus. Symptom is signal, is not a problem. Because if you look upon it as a problem, you kill the problem. Like mosquitoes, like rats, you give them poison. And then the milieu people comes and say, well, if you kill the rat with poison, it goes into the earth, it goes back to you. So it's not the best way to do it. And there is another, even more valuable way to control your emotions. Modify the response. Rather than get in the habit of getting angry, Jeff can substitute. He can modify his response by seeing the humor in the situation. What good does it do to get angry about this? Es geht ums Denken, ums Scharfdenken, ums eloquent und effektiv sein, um immer am besten immer gut drauf sein. Und für negative, in Anführungszeichen, Emotionen oder für unangenehme, möglicherweise vor allem auch fürs Gegenüber unangenehme Emotionen, ist häufig kein Platz. Und diese Welt, die uns heute vorgegaukelt wird von dem ewig strahlenden Happy People, die genügend Geld verdienen und die immer glücklich sind und immer ein Zahnpasta-Lächeln im Gesicht haben, die ist eben nur eine Fassade und entspricht unserer eigenen Realität oft nicht wirklich. Das heißt,
Wir haben eigentlich kaum einen Raum und oftmals nicht mal die Erfahrung gemacht, dass wir andere Emotionen auch ausdrücken können. Und dass es, so komisch es klingt, sehr angenehm sein kann, einfach mal richtig traurig zu sein. Die Hypothesen, die Reich aus der praktischen Arbeit mit den Menschen gewinnt, will er auch naturwissenschaftlich belegen. Durch Experimente versucht er, seine gewonnenen Erkenntnisse auf eine physikalische Grundlage zu stellen, damit diese auch in wissenschaftlichen Kreisen Gültigkeit finden. Reichs Bestreben ist es, die Energie des Lebendigen im biologischen Fundament der Zellen nachzuweisen. Dabei entdeckt er zu seiner Überraschung, dass sich abgestorbene Kohlenstoffpartikel nach wenigen Tagen neu organisieren. Um die Partikel bilden sich Bläschen, die plötzlich zu leuchten und pulsieren beginnen. Er nennt diese Bione. Das Bion ist für Wilhelm Reich die elementare Funktionseinheit aller lebendigen Materie. Die Bione sind Vorstufen des Lebendigen, Gebilde des Übergangs vom anorganisch Unbewegten zum organisch Bewegten und kultivierbar. Bläschen, in die jede gequollene Materie zerfällt. Übergangsgebilde vom Nichtleben zum Lebendigen. In Reichs Diagnostik hat eine große Rolle gespielt, dass er Blut sofort nach der Entnahme und das Mikroskop getan hat, also nicht üblicherweise Fixierung auf einem Objektträger, Behandlung mit einem Farbstoff, was die Zellen abtötet, sondern er hat die lebenden Zellen ohne jede Behandlung betrachtet und meinte da, die Energieaufladung der roten Blutkörperchen sehen zu können. Und das war für ihn auch ein diagnostisches Kriterium für den Energiezustand des Patienten. Also nicht nur den Eindruck, den er vom Sehen, vom Gefühl her über den Patienten hatte, sondern auch, wie seine roten Blutkörperchen mikroskopisch geladen oder eben nicht geladen erschienen. Reich hat viel darüber geschrieben, auch in seiner Erkenntnistheorie in späten Jahren, dass eine Gesellschaftsform, die selber erstarrt ist, eben auch dazu neigt, Erstarrtes, das heißt Totes, zu beobachten. Weil es steht still. Es ist sicher. Man macht praktisch ein Polaroid, eine Momentaufnahme von einem Gewebe und sagt, so ist es auch im Körper gewesen. Und das, obwohl es abgetötet ist und auch noch gefärbt ist, mit zahlreichen biochemischen Farbstoffen. Einer der ganz großen Biochemiker der Welt, der außer dem Nobelpreis alles bekommen hat, ist Erwin Chagall. Hat einmal gesagt, das, was wir Biochemie nennen, sollten wir eigentlich Nekro, also Todeschemie nennen. Über das Lebendige selbst wissen wir noch gar nichts. Unter dem Mikroskop beobachtet Reich bei den pulsierenden Bläschen ein bläuliches Strahlungsphänomen. Diese Beobachtung führt Reich zum Schluss, dass sich selbst neu organisierende Materie Energie entlädt. Diese Energie ist für ihn die primordiale Lebensenergie, eine ursprüngliche, allem zugrunde liegende Energie des Lebens, die er in Folge Orgon nennt. Ich hatte es offenbar mit einer unbekannten, spezifisch biologischen, wirksamen Energie zu tun. Die Energie erhielt den Namen Orgon. Diese Bezeichnung deckte sowohl historisch ihre Entdeckung durch die Untersuchung des Orgasmus, als auch die biologische Wirkung, Substanzen organischen Ursprungs aufzuladen. Orgonenergie ist innerhalb und außerhalb von uns vorhanden. Das Universum ist folglich nicht leer, wie die klassische Physik annimmt, sondern gefüllt mit der pulsierenden kosmischen Energie. Reich sieht in der Lebensenergie Orgon, die entscheidende Komponente, die er in der Grundlagenforschung der Naturwissenschaft vermisst. Und nicht nur damals hat es gefehlt, auch auf Basis all dessen, was wir jetzt über Lebensmechanismen wissen, all die Genetik, all das, was wir kennen und was ja auch erfolgreich ist, lässt noch Lücken offen. Auch heute noch, würde ich das denken. If you talk about organ energy, you have to leave the traditional medical psychological thinking. You are talking about cosmic therapy. And that takes a lot of understanding to explain to people. Mein lieber Reich, ich sah mich zwei Positionen gegenüber. Der des Normalmenschen, der dich liest und sagt, das ist verdammt interessant, aber ich kann es natürlich nicht beurteilen. Und der des Wissenschaftlers, der sagt, falsche Voraussetzungen, unbeweisbare Annahmen, Orgon taugt nichts. Mein lieber Neil,
Du sagst, dass du in der Naturwissenschaft nicht ausgebildet bist, aber niemand auf der Welt ist bis jetzt in Orgonbiophysik ausgebildet. Die Frage der Orgonphysik und Biophysik ist keine Frage des Glaubens oder Nichtglaubens, sondern eine Sache der Beobachtung und Erfahrung. Hier haben wir jetzt einen Orgonakkumulator von außen. Der besteht aus einem Holzgerüst. Wir haben eine Holzplatte auch außen rundherum. Hier in der Mitte drinnen haben wir, Doppelschichten aus Stahlwolle und Wolle in dem Fall, also elektrisch leitenden und elektrisch isolierenden Schichten. Es gelingt Reich, die Orgonenergie, die er zuerst nur als Strahlung der Bione wahrnimmt, zu konzentrieren und sichtbar zu machen, indem er Bionkulturen im Orgonakkumulator platziert. Überraschenderweise strahlt das Orgon auch nach Entnahme der Bionkulturen im leeren Akkumulator weiter. Er folgert daraus, dass Orgonenergie auch in der Atmosphäre existieren muss. Im Zuge seiner Forschungen zu den Bionen, zu mikroskopischen Forschungen, hat er entdeckt, dass da gewisse Strahlungsphänomene vorhanden sind. Und er hat versucht, diese Strahlungsphänomene irgendwie zu objektivieren. Das war immer sein größtes Bestreben. Und hat gemerkt, dass Metall eine bestimmte Wirkung hat, dass diese Strahlung mit dem Metall in Interaktion steht. Und hat dann eine Versuchsanordnung durch mehrere Zwischenschritte und Versuch- und Irrtumsvariationen gefunden, wo er nämlich innen eine Metallfläche hat, die außen von einem organischen Gewebe bzw. organischen Stoffen, man könnte auch allgemeiner sagen, elektrischen Isolator begrenzt ist. Und daher soll sich nach Reich ein Energievektor, eine Energieakkumulationsrichtung in den Innenraum ergeben. Reichs Entdeckung der Orgonenergie betrifft einen fundamentalen Lehrsatz der Thermodynamik. In dieser wissenschaftlich schwierigen und drängenden Angelegenheit wendet sich Reich an Einstein, der postwendend antwortet. Ich bin gerne bereit, Ihre wissenschaftliche Angelegenheit mit Ihnen durchzusprechen und schlage Ihnen vor, mich an einem Nachmittag zu besuchen. Einstein war zu Beginn sehr interessiert, auch teilweise sogar, wie Reich das beschreibt, auch fasziniert, auch erstaunt, dass man sowas wie Energie wahrnehmen kann. Ich erklärte ihm in groben Zügen den bionösen Zerfall der Materie und die Entdeckung der Orgonstrahlung. Ihm war nicht nur jede einzelne Tatsache neu, er wurde auch immer interessierter und erregter. Während dieser wissenschaftlich aufregenden Zeit bezieht Reich 1947 mit seiner zweiten Frau Ilse Ollendorf das Orgonon-Institut, wo er beginnt, ausschließlich an der Orgonenergie zu forschen, mit dem Ziel, sie für die Menschheit nutzbar zu machen. Wir fuhren von den White Mountains nach Maine und kamen zu einem See, wo wir auf einer privaten Besitzung eine kleine Waldhütte fanden, die zu vermieten war. Das große Haupthaus stand leer und so waren wir allein, um uns an dem Frieden und Ruhe des Sees zu erfreuen. Reich machte zu dieser Zeit in der trockenen Atmosphäre dieser Gegend einige wichtige Beobachtungen und dachte, dass dies der ideale Platz sei, Arbeit und Erholung zu vereinigen. Er hatte die letzten paar Jahre nach einem wirksamen Weg gesucht, die biologische Energie, die Orgonenergie, sichtbar und für physikalische und therapeutische Versuche nutzbar zu machen. Reich konzentriert sich auf die heilende Wirkung der Orgonenergie und startet Versuchsreihen mit Krebsmäusen, deren Tumore er nach eigenen Aufzeichnungen erfolgreich mit Orgonenergie bestrahlt. Damit steht er im Gegensatz zur damaligen Krebsforschung, die radioaktive Substanzen als Heilmittel in der Krebstherapie einsetzt. At the Oak Ridge National Laboratory's Medical Division, radioactive liquids are used by Atomic Energy Commission doctors in the fight against cancer, one of the dread diseases of mankind. Shielded by lead bricks, this solution, gallium-72, is an important tool in cancer research. Here a patient at Oak Ridge drinks an atomic cocktail of radioactive iodine in solution and then is placed on an examination table. Guess I don't have to tell you how I feel. I know how you feel. He will conquer cancer. Die herkömmliche Behandlungsmethode damals beschränkte sich auf Operation und Strahlentherapie.
Zytostatika sind praktisch erst so in den 50er Jahren dann in die Krebsbehandlung eingeführt worden, betrafen damals auch nur noch ganz, ganz seltene Krebserkrankungen. Reich hat halt Krebs gesehen als einen Zustand von Energiedefizit. Sehr grob gesagt Defizit, es ist nicht einfach nur ein quantitatives Problem. Und auch von Stagnation von Energiefluss im Körper. Es ist wirklich das Vertrauen ganz tief in unsere Körperlichkeit, in die Selbstheilungstendenzen des Körpers, wo bitte ich nicht meine, dass jemand mit einem Beinbruch nicht in eine Orthopädie gehen sollte oder nicht meine, dass jemand mit einer schweren Infektion keine Antibiotika nehmen sollte. In manchen Teilen ist diese heutige Medizin äußerst gut und besser wahrscheinlich als alle anderen, die es jemals gegeben hat. Aber bei den wirklichen Grunderkrankungen, bei den wirklichen Volkserkrankungen und seien das alle Formen von rheumatoiden Erkrankungen, die wir mal als Rheuma bezeichnen, eine der häufigsten Todesursachen, was man kaum wahrnimmt, wie bei Krebs, bei schweren Autoimmunerkrankungen, ist diese Medizin fast hilflos. Und das sind die Erkrankungen mit den höchsten Todeszahlen, mit der höchsten Mortalität. Und genau Reichs Forschung und seine experimentellen Ergebnisse und seine Ergebnisse in der Behandlung schwerstkranker Menschen weisen in diese Richtung, dass der Selbstheilung, der Selbstregulation eine immense Bedeutung zukommt. She was around 58, 60 when she died. I really don't know for sure. But I do know. I do know it helped her. She was on a deathbed. And they brought that accumulator down. I think the first two or three times that she sat in the accumulator, they helped her into it. And after that, she could get in and out of it herself. And she was up and around. She was on a bed when they brought the thing down. And a very short time, she was up and around. And very shortly after they took it away, she just steadily went downhill, passed away. Was mich bei Reich sehr angezogen hat, war diese in einem sehr umfassenden Sinne ganzheitliche Sichtweise, dass er eben auch nicht nur von der Krankheit, von Krankheiten oder von Symptomen gesprochen hat, sondern auch einen Gesundheitsbegriff für mich da in die Medizin reingebracht hat, die ich vorher nicht so gefunden hatte oder der mir nicht so klar war. Also dass zum Beispiel die Krebserkrankung nicht nur eine lokale Erkrankung ist, vom Darm, wo der Tumor da meinetwegen wächst, sondern dass das wirklich eine Erkrankung des ganzen Menschen ist. Und das habe ich da im Krankenhaus sehr direkt auch erlebt, indem ich manchmal auch längere Gespräche mit Patienten führen konnte. Das heute wahrscheinlich noch weniger möglich, als es damals möglich war, weil die Zeit immer enger wird für die fürs Personal da. Aber also dass zum Beispiel Patienten, die austherapiert waren, die also ihre Operation hinter sich hatten und vielleicht auch schon bestrahlt worden sind, dann nach Hause gegangen sind und oder kurz vor der Entlassung waren und dann mich fragten, ja Herr Doktor, und was denn jetzt? Und also eine Frage, die eigentlich zeigt, dass die Patienten ein Gefühl hatten, dass da noch etwas fehlt. Also dass da zwar etwas rausoperiert worden ist und dass es, jetzt die Funktion einigermaßen wiederhergestellt ist oder war, aber dass trotzdem noch etwas fehlte in ihrem Leben. I think that cancer in many way can be a way for many people to obtain a greater spiritual knowledge. So therefore meditation, trying to align with your soul is important part of the therapy. And actually here, life quality. I mean, every cancer patient should have life quality. Many have very bad life quality. They should have a hobby. We have seen a lot of our cancer patients living for many, many years. They all have a very interesting hobby. Collecting key rings, writing small poems all the time, solving crossword puzzles, or going out fishing every day, whatever it is. But it's very important, this life quality, a part of the therapy.
In der privaten dänischen Krebsklinik Humle Garden bei Kopenhagen wird Reichskrebstherapie praktisch angewendet, um die chronische Kontraktion des autonomen Lebensapparates der Patienten aufzuhalten und die natürliche Energiepulsation zwischen Kontraktion und Expansion wiederherzustellen. We have to work on equilibrium. The sitting there 20 minutes two times a day. And of course it's a little fun because there's no contact, there's nothing you could switch on and off. So when I have a tiresome patient and the ones who have the whole right theory explained, I just say, such patient when I'm busy, I say, oh, I switch it on, and then they peacefully accept everything. When they hear something, there's a switch on and off, and then everybody understands. But when you're sitting in there and there's no switch on and off, what is this? What? How is it working? That's it. Sure. Set over there, yeah. So I can take a little. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. That's how we do it. You can see he has this tumor on the right side of the neck. That's it. And then we close it like this, okay? So I think it's better you use time on creating a better energy level in your body, which most cancer patients do not have. They are tired. 66% of all cancer patients are suffering from fatigue. And actually, they die from fatigue. Not from the size of the tumor. But they end up becoming more and more tired, more and more tired, finally go to bed and sleep into death. This is a normal course of a cancer disease, that you actually die from a lack of energy. So that's our main purpose in Humle Garden, to make the patients understand that they should increase the energy. Ich habe dann eben auch in meiner Klinikzeit auch Patienten betreut, habe auch dann auch Sterbebegleitung gemacht, unter anderem, nicht nur, ne? Und habe da eigentlich gemerkt, dass die Patienten, nachdem sie so ein bisschen eine Scheu überwunden hatten, sehr schnell von ihrem Leben erzählt haben und von dem, was sie noch vermissen oder was sie nicht gelebt haben. Also letztlich das ungelebte Leben. Und wo der Krebs eigentlich der Spiegel war für das, was noch nicht gelebt ist in ihrem Leben. Also dass das so ein Beginn war, darüber nachzudenken, was sie eigentlich noch wollen in ihrem Leben. Aber wenn wir mal sehen, auch mit welchen Transformationsprozessen, also Selbstveränderung, gerade Patienten, nicht weil Krankheit eine Chance an sich ist. Krankheit ist nur dann eine Chance, wenn ich Bedingungen kriege. Sonst ist das zynisch. Warum muss ich erst krank werden und ich bin das oft geworden? Darum bin ich auch nicht erleuchteter geworden. Aber ich habe durch Krisen, auch die in der Fremde sich als das Schwierige, vielleicht auch das zu Scheiternde, aber ich bin trotzdem, ich das alles habe, immer noch ziemlich gesund, finde ich, für mich. Nicht medizinisch, aber in anderer Weise. Und von dieser anderen Weise können auch meine Krankheiten vielleicht mithilfe der Doktors, die dann auch mal vernünftigerweise operieren und vielleicht auch ein Medikament haben und so weiter. Nur, wenn das bei mir nicht auf einen lebensbefruchtenden Boden, nämlich ich habe Lust, weiterzuleben. Und wenn dann die Grenze kommt, wo ich gehen muss, dann gebe Gott mir die genitale Freiheit, oder wie immer sie man im reichsten Sinne, anzunehmen und dann vielleicht entsprechende Schmerzmittel zu nehmen, dass ich dann angetarnt da oben ankomme und nicht mit schmerzverzerrtem Gesicht. Aber ich hab's durchgehalten. Wir müssen fragen, war die Unkenntnis des Lebendigen bloß das Resultat mangelhafter Denktechnik und ungenügender Forschungsergebnisse, oder war sie das Resultat einer charakterlichen Hemmung, sozusagen unbewusste Absicht? Made at Hiroshima and Nagasaki when the B-29 dropped the first atom bombs.
After the Japs were brought to their knees by this stupendous attack, the B-29 continued its history-making career by flying non-stop from Tokyo to Washington, D.C. Mein lieber Reich, was ist mit der Atombombe? Wie hängt sie mit deinem Orgon zusammen? Tod gegen Leben, Anorganisches gegen Organisches. Der Tod scheint in der Wissenschaft stets zu gewinnen. Mein lieber Neil, wegen der Beziehung zwischen Orgon und der Atombombe habe ich eine Reihe von Anfragen bekommen. Soweit ich sehe, ist Orgon subatomare Energie in ihrer natürlichen Form, aus der dann die chemischen Elemente hervorgehen. Die Energie der Atombombe wird durch Zertrümmerung von Materie gewonnen. Wir sammeln die kosmische Energie auf natürliche Weise. Ich glaube nicht, dass es den Mechanisten je gelingen wird, den Zertrümmerungsprozess von Materie in solchem Maße zu verlangsamen, dass die Energie für friedliche Zwecke genutzt werden kann. Jemand hier hat neulich gesagt, dass die Orgonenergie die einzige wirkliche Gegenkraft zu der tödlichen Atombombenenergie ist. Nach 10 Jahren in den USA muss Reich feststellen, dass er in einem Land lebt, das in der Ära des beginnenden Kalten Krieges gegen Andersdenkende wie etwa Kommunisten vorzugehen beginnt. In diesem Klima von biederer Engstirnigkeit und konservativer Moral werden Reichs alternative Forschungen und Theorien zunehmend abgelehnt und angefeindet. I'm just an average American. But I'm an American American. And some of the things I see in this country of ours make my blood boil. Am 26. Mai 1947 erscheint im New Republic Magazine als Beginn einer langjährigen Hetzkampagne der Artikel Der seltsame Fall Wilhelm Reich von Mildred Brady, in der Reich erstmals als Scharlatan und Sexdoktor diffamiert. Jeder Journalist ist stolz, wenn seine Arbeit Früchte getragen hat. In meinem Fall darf ich nicht ohne Eigenlob erwähnen, dass es mein Artikel im New Republic war, der die Öffentlichkeit auf die Gemeingefährlichkeit des sogenannten Professor Reich hingewiesen hat. Die ersten Gerüchte tauchten ja dann 46, 47 auf, mit den ersten Zeitschriftenkampagnen, die Reich ja auch mit diesem Argon-Akkumulator diffamiert haben. Man könne in diesem Argon-Akkumulator sexuelle Höhepunkte erleben, Orgasmen erleben. Ist mir noch nicht passiert. Ja. Aber es gab unglaublich viel Halbwissen oder Nichtwissen über diesen Argon-Akkumulator, und in der Sensationspresse war das offensichtlich doch ein guter Verkaufsgag. Die Moral, hat Reich mal gesagt, erzeugt überhaupt erst die Unmoral, die zu bekämpfen sie vorgibt. Heißt, in der sexuell freien Gesellschaft bräuchten wir keine Pornografie mehr. Oder die Art von Pornografie würde völlig anders aussehen als das, was wir heute kennen. Report objectionable material to the police. Every arrest and prosecution, every conviction is a step in the education of the public to the solution of the problem. Oh God, deliver us, Americans, from evil. But you see, this is really something that aggravates me a lot. Here, you know, it's sort of like saying about Shakespeare, you know, he got drunk a lot. You know, nobody has read his plays, or very few people have. They don't care about that. All they care is that he drank, you know, when he was 25, or he, I don't know, slept with a sheep or did something outrageous. And they keep bringing the story up again and again and again. You know, it's really a sign of a small mind. They don't say, you know, let's try to understand this, or look what this guy did. You know, well, he went naked, and he went, it has that, you know, it's like reducing him to, you know, their size. Das gefährlichste Resultat des Artikels war, dass er die Food and Drug Administration, die FDA, auf den Fall Reich aufmerksam machte. Wax, nostrums can kill. Erst im Laufe der Zeit hat Einstein auch versucht, diese Argon-Akkumulator-Wirkungen mittels anderer Effekte zu erklären. Hat damit auch einen Assistenten von ihm beauftragt, der dann zu dem Schluss gekommen ist, die erhöhte Temperatur im Argon-Akkumulator wäre auf verschiedene Wärmestrahlungseffekte im geschlossenen Raum, also im Wohnraum oder im Laborraum zurückzuführen.
Mit der Untersuchung des Assistenten ist das Phänomen des Orgonakkumulators für Einstein erledigt. Er lässt weitere Briefe Reichs unbeantwortet. Mein lieber Reich, die Einstein-Affäre verstehe ich immer noch nicht. Pestilente Gerüchte würden oder sollten die Einstellung eines Menschen nicht beeinflussen. Wenn Einstein der Ansicht gewesen wäre, dass deine Entdeckungen solide und neu sind, dann hätte ihn das Wort eines Feindes nicht beeinflusst. Er hat offenbar dein ganzes Konzept vom Leben und von der Wissenschaft abgelehnt oder es gefürchtet. Einstein ist sehr vorsichtig. Er hat die Strahlung im Orgonoskop gesehen und die Temperaturdifferenz in seinem Haus. Er weiß genau, dass es eine Bombe ist. Ilse Ollendorf, Reichs zweite Frau, hatte eine andere Meinung dazu. Meine persönliche Meinung über diese Angelegenheit ist, dass Einstein die Phänomene wohl sah und auch ihre Bedeutung geahnt haben mag, dass er aber nicht bereit war, in eine höchst umstrittene wissenschaftliche Entdeckung verwickelt zu werden, zu einer Zeit, als er selbst gerade in die Entwicklung der Atomenergie vertieft war. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Success. Another milestone in the atomic age. Survival is possible, offering new hope to all who live in the shadow of the atomic age. Es waren Zeiten, es war die McCarthy-Ära, es war der Koreakrieg und die friedliche Nutzung der Atomenergie stand im Zentrum der Publikationen, aber auch der Propaganda und des Interesses der Regierung. Und auf einmal entdeckt ein doch recht bekannter Naturwissenschaftler, dass es hier langzeitige, unterschwellige Effekte von Niedrigstrahlung gibt, die nochmal ganz anders wirken, als wir heute wissen. Dass also diese Atomenergie, dass Radioaktivität kollidiert, und zwar in einem nicht guten Sinne, in einem unterschwellig gefährlichen Sinne, der irgendwann manifest wird, mit der Organenergie, mit der Lebensenergie des menschlichen Organismus. Ab 1951 untersucht Reich, ob Orgonenergie gefährliche Wirkungen der Atomtechnik vermindern kann. Dafür bestellt er bei der amerikanischen Atomenergiebehörde Radium, das er im Oranur-Experiment Organ Against Nuclear Radiation einsetzt. Sehr geehrter Herr Dr. Reich, wir sehen uns außerstande, Ihre Orgon-Energieversuche zu beurteilen und werden Ihrer Arbeit daher keinerlei Beschränkungen auferlegen. Wir werden Ihnen die angeforderte Menge von 2 Milligramm Radium zukommen lassen. 1 Milligramm wird in den Orgon-Akkumulator platziert, 1 Milligramm bleibt unbehandelt. Das eigenartige Ergebnis dabei war, dass die Kernstrahlung offenbar die Orgonenergie in einen erregten Zustand versetzt, wo sie sich ganz anders verhält als in dem bisher bekannten, ich nenne ihn mal friedlichen Zustand. Was zur Folge hatte, oder zumindest hat er es so als Folge gedeutet, dass ein Großteil seiner Versuchsmäuse gestorben ist, als auch bei ihm und vielen seiner Mitarbeiter diverse Krankheiten ausbrachen. And what he did was to bring a very small amount of radium, like 1 milligram, into a highly charged orgon energy atmosphere in the laboratory, and discovered that a kind of chain reaction started in the atmosphere, which was marked by first a flare-up of the life energy. That is, he got high counts with his special Geiger counter that he had primed with life energy. And actually the walls got hot and there was a lot of flickering in the atmosphere and we all got very overcharged at that point of the experiment. And in essence, the whole team and the whole laboratory fell apart in that many people fled, including me.
and didn't want to be there anymore. And he felt it was a real emergency. And basically, he stayed alone in this observatory building after that. There is not a single soul around who would fully understand or who would not say no to it all. Why did he have to start this Oranor experiment, which gives us so much trouble? They see only the trouble. They don't see or they don't want to realize what it means for medicine, biology, and science in general, as well as philosophy, to have this Oranor going. Die Natur wirkt ermattet. Die Atmosphäre ist düster und über Orgonon hängen dunkle Wolken, die er für erstarrte Orgonenergie hält. DOR, Deadly Organ Radiation. Während Reich allein versucht, mit der verstrahlten Atmosphäre auf Orgonon fertig zu werden, erhebt die FDA Anklage gegen die Verwendung von Orgonakkumulatoren und die Behauptung der Existenz von Orgonenergie. Reich bleibt der Verhandlung fern, weil er sich vor keinem Gericht ohne wissenschaftlichen Beirat rechtfertigen will. In seiner Abwesenheit befindet das Gericht die Orgonenergie als nicht existent und verbietet jede weitere Verwendung des Orgonakkumulators. In einer Missinterpretation des Gerichtsurteils veranlasst die FDA, seine gesammelten Publikationen zu verbrennen. So wird Wilhelm Reich nach den Bücherverbrennungen des Dritten Reiches zum zweiten Mal Opfer einer Gesellschaft, die das Recht auf freie Meinungsäußerung mit Füßen tritt. Mit der Beobachtung, dass Orgonenergie auch in der Atmosphäre existiert, entwickelt er den Cloudbuster, mit dem er Einfluss auf die atmosphärische Orgonenergie und das Wetter nimmt und die Luft von der tödlichen DOR-Energie befreit. He said he'd bring us an inch of rain for $1,000. And I said, well worth it. And the next morning he called and he said, Mr. Reich wouldn't guarantee an inch, but he would guarantee rain. And so he said, go ahead, just the same. So on the Monday morning, still was no rain. And he came through from Rangeley with his equipment and set up at Graham Lake. Right here, it was on a truck, big truck. He set it right here and ran something into the water, I suppose to ground it. And he picked up at noon and left. It was still clear, but these funny clouds are going. Then that evening, or that night, around midnight, we got a quarter of an inch of rain all through this section within a radius of probably 25 miles. Mit einer Wetterexpedition nach Arizona macht Reich einen letzten Versuch zu beweisen, dass die Orgonenergie existiert und ein Mangel davon in der Atmosphäre die Wüstenbildung vorantreibt. Mit dem Cloudbuster will er Regen erzeugen und die Wüste zum Blühen bringen. Mein lieber Reich, jemand hat mir gesagt, dass es dir gelungen sei, in Arizona Gras an Orten hervorzubringen, wo es seit Menschengedenken kein Gras mehr gegeben hat. Mein lieber Neil, in Arizona habe ich großen Erfolg gehabt. Dort habe ich einmal wirkliches Funktionieren von Selbstregulierung in der Natur beobachten können. Man braucht den Boden nur zu einem gewissen Grad von DOR, Deadly Organ Radiation, zu befreien und schon funktionieren Boden, Atmosphäre wieder. Das ist in Arizona, wenn auch zunächst nur im Experiment, in einem Umkreis von 50 Meilen gelungen. Ladies and gentlemen of the jury. Um Reichsforschungen in Arizona zu unterstützen, verstoßen seine Mitarbeiter gegen das Gerichtsurteil aus dem Jahr 1955, das ihm untersagt, den Begriff Orgon in seiner Arbeit zu verwenden und seine Akkumulatoren an Patienten zu vermieten.
Reich versucht sich in einem langwierigen Gerichtsprozess selbst zu verteidigen und muss erfahren, dass seine jahrzehntelange Forschung vor Gericht keine Gültigkeit hat. Reich wird wegen Missachtung dieser Gerichtsverfügung zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Mein lieber Reich, als ich deinen Brief las, musste ich weinen. Erschien mir deine Einsamkeit und dein Leiden in diesem furchtbaren Martyrium eindrücklich zu vermitteln, aber auch deinen Mut und deinen Glauben an dich und dein Werk. Reich, ich liebe dich. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass du mit einer irrsinnigen Gefängnishaft bestraft wirst. Du würdest es nicht aushalten und du weißt das. Tatsache ist, dass du im Grunde deshalb gekreuzigt wirst, weil du seit Jahrhunderten der erste Mann bist, der Lebensbejahung predigt und weil du der einzige Mann bist, der sich für das volle Recht der Jugend auf Liebe einsetzt. Deine Verteidigung sollte vor jedem Gerichtshof lauten: Ich bin für das Leben und die Liebe. Reich, der lange Zeit nicht mit dem Vollzug des Urteils gerechnet hat, muss seine Strafe am 12. März 1957 antreten. Kurz nach der Urteilsverkündung schreibt er an seine Frau Ilse Ollendorf: Ich könnte das Gefängnis nicht gut ertragen und werde sehr wahrscheinlich dort umgebracht werden. Kurz vor der Aussicht, wegen guter Führung entlassen zu werden, wird er am 3. November 1957 morgens tot in seiner Zelle aufgefunden. Als Todesursache wird Herzversagen festgestellt, doch eine Autopsie bleibt aus. Wilhelm Reichs tatsächliche Todesursache wird nie geklärt. Nur 10 Jahre später sollten Reichsschriften wieder in Umlauf kommen und viele seiner gesellschaftspolitischen Ansätze zu Leitmotiven einer revoltierenden 68er-Bewegung werden. Eine Parole, die an der Außenwand der Universität Frankfurt stand, lautete: Lest Wilhelm Reich und handelt danach. Wer die Natur in sich selber tötet, wer diese Verbindung von Seele, Körper und Geist auseinanderdividiert und einen Teil davon unterbindet, damit der Mensch auch nutzbar gemacht werden kann, nicht? Denn der Mensch, der auseinanderdividiert ist, ist nutzbar. Den kann man an die Maschine stellen, den kann man ans Fließband stellen, den kann man zu Aldi an die Kasse stellen, wo er den ganzen Tag nichts anderes macht, also Knöpfe drücken, Papier rausziehen. Dieser Mensch, der geteilte Mensch, ist der nutzbare Mensch. Und unsere ganze Gesellschaft ist eine Benutzungsgesellschaft. Wir müssen wie Bakterien oder Viren mitten in die verpanzerten Verhältnisse hinein und dort kleine Blüten treiben. Die Revolution von oben, von außen, alle auf einmal wird nicht laufen. Und ich bin da selber bei aller Verzweiflung, die ich oft habe, nicht enttäuscht. Und da sehe ich eine Aufgabe. Der Schritt zum Menschen hin muss ohne Ideologie auskommen. Der Mensch selbst ist der Wert, um den es geht. Und dem Menschen wohnt die ganze Lebendigkeit Gottes inne. Und da komme ich wieder auf Wilhelm Reich, Christusmord. Dem Menschen wohnt das ganzheitliche Sein der Schöpfung inne. Und wenn wir ihn entfalten, dann entfalten wir die Welt. Beautiful people, you look like friends of mine. And it's about time that someone said it here. And now I make a vow that sometime, somehow, I have a meaning in what everyone you know. I'll pass out buttons for the ones who come to a show. Beautiful people never have to be alone.